Es gibt einige, die kommen aus dem Antifa-Bereich. Die anderen kommen aus der Umweltbewegung. Einige weniger waren vorher überhaupt nicht politisch organisiert. Aber was uns alle eint, ist es doch, dass wir wollen, dass es den Menschen besser geht und dass wir deswegen eine gesellschaftliche Veränderung brauchen, die genau das ermöglicht. Die Menschen haben keine Zeit, auf uns zu warten, sondern sie leben im Hier und Jetzt. Sie können sich nicht in 10 Jahren für einen Studienplatz für ihr Kind entscheiden. Sie können sich nicht in 15 Jahren eine andere Wohnung leisten, sondern sie müssen jetzt darüber nachdenken, ob sie ihre Wohnung noch finanzieren können und wer das überhaupt gewährleistet. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich werbe dafür, dass wir die CDU, CSU aus der Bundesrepublik, aus der Bundesregierung vertreiben. Aus dem einfachen Grund, dass es für alle Menschen in diesem Land mit uns viel zu gewinnen gibt. Ob Schwarz-Grün kommt oder Rot-Rot-Grün, liegt auch an uns. Sind wir bereit, dafür zu streiten, dass es eine Mindestsicherung gibt, die den Namen verträgt? Sind wir bereit dafür, für ein öffentliches Gesundheitssystem auf die Straßen zu gehen, im Parlament zu kämpfen, aber auch in einer Regierung? Sind wir dafür bereit, tatsächlich auch für uns Frauen endlich körperliche Selbstbestimmung durchzusetzen? Sind wir bereit, Rüstungsexporte zu stoppen? Ich sage, ja, wir sind es. Und da müssen wir es auch in aller Konsequenz tun. Deswegen lasst uns gemeinsam das Gemeinsame sehen, weil Millionen Menschen davon abhängig sind, wie wir Politik machen, wie konsequent wir Politik machen und aus welchen Gründen wir Politik machen.